Habt ihr es gesehen? So schönes Wetter heute, die Berge, Wahnsinn. Da ist gut, dass man ausfährt, ich und mit meiner Freundin. Da seht ihr es. Seht ihr, meine Freundin. Alt ist sie noch nicht, die habe ich jetzt seit 12. Jänner. Da seht ihr das, das von den. Da seht ihr Huppen. Licht, passt das. So, ja, wenn man denkt jetzt, ja, jetzt fahren wir aus. Es sind jetzt viele Leute unterwegs. Ich wundert mich, es ist erst 12:30. Sind die schon mit Mittagessen fertig, so wie ich. Ich war bald Mittagessen da, dass ich rauskomme und das Wetter genießen. Da. Und es ist wirklich super Wetter. Legt euch das nieder. Nein, dann legt euch nicht nieder, steht's auf. Ja, geht's lieber aus mit den Radeln. Das ist viel wichtiger. Genau. Da sind noch ein paar Hähner. So, da, ich will weiterfahren. Jetzt habe ich, jetzt weiß ich gar nicht, wie viele Kilometer habe ich jetzt. Ja, 9 Kilometer habe ich schon hinter mir. Also 11 muss ich noch fahren. Dann habe ich mein Pensum abgespult. Meine Cardio-Punkte in der Woche sind bei 150 Cardio-Punkte zusammengekriegt. Wenn ich so über 20 Kilometer fahre, dann kriege ich ja, ca. 50, 60, 70, 80 Cardio-Punkte kriege ich zusammen. Das kommt natürlich darauf an, wie viel Berg das ich fahre. Wenn ich viel Hügel oder Berg fahre, dann kriege ich mehr Cardio-Punkte. Und desto besser ist fürs Herz, für die Lunge. Und ich spüre es auch, seit ich fahre, so wie gesagt, seit 12. Jänner. Fahre ich regelmäßig mit dem Radl, ein, zweimal in der Woche. Und ich spüre es einfach, mir geht es mit dem Herzen besser, mit der Lunge geht es mir besser, weil ich habe chronische Asthma-Bronchiale. Und das ist alles, das verbessert sich alles, wenn man Radl fährt. Ja. Und mit so einem E-Bike, da kommst du wirklich bei uns zumindest jeden Berg auf, jeden Hügel kommst du auf. Und das ist, finde ich, super für die Gesundheit, dass man dann ein paar ja, noch älter wird. Schaut mal, jetzt kommen ein Haufen Radlfahrer daher. Die strampeln und strampeln. Ich glaube, die haben kein E-Bike. So, Leute. So, ich verlasse euch wieder. Ich fahre jetzt wieder. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Wir sehen uns bis nächste Woche. Baba, pfiat euch. Aus dem Haus. Eine in die Schuhe und Radfahren. Pfiat euch. Macht es gut.